Herzlich willkommen zu dieser neuen Paladins-Aufnahme. Paladins-Folge. Genau, ich spiele jetzt erstmal Ranked. Ich habe schon 4 Runden gespielt im Stream. Genau, am Anfang kann das eine Team von uns keinen Charakter sperren, kann das gegen Team Charakter sperren, das eigene Team kann wieder Charakter sperren, nochmal ein Gegner. 4 Charaktere können gebannt werden. Es kann pro Match jeder Charakter nur einmal gespielt werden. Ja. Jetzt wählt halt dann unserer. Und dann Gegner. In Ranked spielt man nur Belagerung. Und ja, mal schauen, ich werde mein Bestes geben. Aber ja, ich habe jetzt 2 Matches gewonnen, 2 verloren, weil es eine Team. Es war komplett unfair. Und Victor ist schon mal weg, was ehrlich gesagt nicht ganz so gut ist. Weil ja, ich hätte ehrlich gesagt schon gern Victor gespielt mit meinem Level 12 oder Level 13. Und jetzt kann ich jemanden wählen. Tank fehlt, Unterstützung fehlt. Ich würde sagen, ich nehme Ying. Man kann danach auch nicht mehr wechseln, nachdem man ja genommen hat. Und ja, Sky und Vivian haben wir gesperrt, die Gegner haben Koga und Xin gesperrt. Von daher, jeder andere Held kann nur einmal genommen werden. Und man kann ja sich jetzt auch im Shop hier das Zeug holen. Ich würde sagen, kann sich das eigentlich anhören? Ah, okay. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der ersten Runde. Ich muss sagen, ich finde ehrlich gesagt dieses Emote sogar ganz cool. Yay. Dann würde ich sagen, Ranked, 5. Runde insgesamt von mir. Die anderen Runden könnt ihr euch in den letzten 2 Streams anschauen. Ja, ich will ja nichts sagen, aber ich habe 2 Runden verloren. Zum einen die eine. Also es war auf jeden Fall, weil es unfair war, habe ich die Runden verloren. Okay. Ein bisschen Heal kann die schaden. Auf jeden Fall, in einer Runde hatten wir, war der niedrigste von den Gegnern Level 14. Die hatten so, und sonst war jeder über Level 30. Und das war etwas unfair. Könnte man vielleicht, oh, sagen. So. Und zack, du bist auch down. Ja, läuft gerade ganz gut. Oh, hallo. Und ja, ich weiß, ich kann mich wieder zurück teleportieren. Muss ich auf jeden Fall dran denken. Zack, down. So. Hallo. Was ist deine Mission? Nein. Du verfolgst bitte. Okay. Der Ding ist aber nicht down. Und das gefällt mir nicht. Muss ich tatsächlich sagen. Oh. Hallo. Und du bist down. Perfekt. Ja. Relativ einfache Runde. Also bisher. Aber es hat ja nichts zu heißen. Okay. Dann würde ich mal sagen, bei ihr kann man auf jeden Fall auf den Moralschub gehen. Weil die Ult ist ja relativ stark. Und ja. Ich muss sagen, ich mag sie jetzt mittlerweile mehr als Ceres, obwohl ich Ceres, also ich mag jetzt ihn mehr als Ceres, obwohl ich Ceres schon länger nicht mehr gespielt habe. Kann es natürlich sein, wenn ich Ceres wieder spiele, dass es mir wieder mega Spaß macht, aber zurzeit macht mir einfach, kann man es nicht übersetzen? Zurzeit macht mir einfach Ying mega Spaß. Und von daher, ja, was passiert, wenn ich, okay, na, sehr weit hoch komme ich da nicht. Ja, wie gesagt, ich finde, Ging macht mega Spaß. Aber mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Und ja, mal schauen. Heute ist Splash und 2 Turnier. Wisst Bescheid. So, zack, aktiviert. Oh Gott, da sollte ich lieber weg. Hallo. Ich würde gerne jemanden platzieren, der dich healen kann. Zack. Okay.
Was auch immer dem seine Mission ist, ehrlich gesagt, weil so kann man ihn relativ leicht erwischen. Und ich würde mich gerne wegteleportieren. Tatsächlich. Kann mich ja gar nicht healen, oder? Oh. Okay. Kriegt dann mal 500er Damage. Und da stirbst du. Perfekt. So. Ja, wie gesagt, Ding macht viel Spaß. Und ist meines Erachtens auf jeden Fall auch nicht schlecht. Gut, dass die genau da lang geht. Kann man jemanden hier draufsetzen? Nein, gell? Wird ja dann nicht mit. Selbst wenn man es kann, wird es ja dann nicht mitbewegt. Von daher bringt zu wenig. Zack. Bisschen mitkillen. Kann ja nie schaden. Und ja. Kann jetzt eigentlich chillen. Yeah, ich kann. Hey, da, du musst gehen werden. Oh, hallo. Find's sehr schön, dass ihr alle so schön sterbt. Hallo. Vor allem, er trifft mich nicht, obwohl ich mich nicht mehr bewege. Also, ja, gell? So viel dazu. Und die Gegner waren nicht wirklich gut. Vor allem, der hat jetzt erstmal seinen Ult eingesetzt. Okay, wo auch immer du hinschießt, obwohl du wo ganz anders hinzielst. Okay. Logisch. Tyra. Okay, naja. Tyra, was hast du getan? Ach so, da. Wo ich sie geheilt habe, weil sie sonst gestorben wäre. Ja, einfach draufhauen. Und dann irgendwie da entkommen. Scheinbar. Okay. Ja, ich würde sagen, bisschen Zeug dazu bekommen. 25.000 Damage. 19.000 Heal ist relativ gut. Und ja, dann sehen wir uns auch schon in der zweiten Runde. Wisst ihr, was das Gute ist? Ja. Niemand. Man muss sich nie beeilen, um einen Champion zu bekommen. Weil entweder ist der Champion schon weg oder man kann nehmen und kein anderer kann nehmen. Gut, teilweise können auch zwei auf einmal nehmen, aber unwahrscheinlich, dass er einen den dann wegschnappen will. Ja, Leute, das ist echt ein krasser Unterschied. Schaut mal, wenn ich so schieße, wie sehr das streut, und wenn ich so schieße. Aber wieso macht man da so einen krassen Unterschied raus? Also, ich weiß ja nicht. Also, nur nur weil ich so ein Visier anlege, streut es dann nicht mehr, auch nur ansatzweise so stark. Vielleicht etwas unlogisch. Komm, zeig dich. Danke. Ja, perfekt. Und dich möchte ich auch mal ein bisschen treffen. Übrigens, ich habe mal dieses Dreischuss-Ding, habe ich ausprobiert, aber ich muss sagen, das ist nicht so meins und auf die Entfernung ist echt schwer zu treffen, wenn er so hoch zieht. Muss man sagen. Ja. Komm. Perfekt. Ich hätte ehrlich gesagt gern getroffen, aber gut. Oh, okay. Da wurde ich dann zerstört. Ja gut. Und zwar ziemlich schnell. Gut, die haben zwei Healer. Ich würde sagen, es ist klar, was ich nehme und ich kann es nicht mehr nehmen. Doch, ich kann es glaube ich schon noch nehmen. Komm. Willst du mir gerade erzählen, dass sie keinen getroffen hat? Ja, ich war schon hinter der Ecke, egal. Seht ihr, ich war schon hinter der Ecke. Aber das Spiel denkt sich, nope. Und bitte, komplettes Team, kauft euch Hausbrenner. Das wäre doch wirklich gut. Oh, die hat gut Damage reingehauen. Oh, die wird immer jetzt durchgehend sehr viel Damage reinhauen können. Ich konnte, glaube ich, nur zwei Schüsse abfeuern. Ich habe auch ziemlich lange gewartet.
Okay, da sah es aus, als ob keiner abgefeuert wird, aber ich glaube. Mindestens einen habe ich abgefeuert. So. Boah, da wäre jetzt meine Granate solide gewesen. Okay. Was war das denn für eine Todesgranate? Oh, schade, da war ich leider sehr zerstört. Oh, was war das denn für eine Todesgranate? Übrigens, was heißt es da rechts, wenn da 5 mit Granate angezeigt ist? Das habe ich tatsächlich noch nicht durchschaut. Also rechts über dem X, was es heißen soll. Weil jetzt ist immer noch eine. Jetzt. Ja, wenn ich einmal werfe, dann wird es wieder nachgefüllt, die 5. Von daher, ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Danke. Komm. Danke, würde ich behaupten. Hallo, Koga. Und es hat jemand getroffen. Und hier kommt safe jemand lang. Natürlich kommt hier. Natürlich kommt hier jemand lang. Hallo, Koga. Wie gesagt, falls ihr mir das sagen könnt, da ich es tatsächlich noch nicht weiß, wäre das ziemlich cool, wenn ihr mir das sagen könntet. Oh, ja, die ist ja geil abgebounced. 5, 4, 3, 2, 1 und gewonnen. Also, was heißt gewonnen? Ah, voll recht verteidigt. Und die hätte nochmal schön reingehauen. Aber es ist halt echt krass, wie sehr, wenn man jetzt mal hier hinterläuft, wie sehr das jetzt hat streut, wenn man sich die ganzen Schüsse anschaut. Und dann jetzt hat. Und dann hier, schaut ich einfach nur eine gerade Linie. Das ist so ein krasser Unterschied. Man sieht es auch hier. Hier verzieht man total und hier einfach komplett gerade Linie. Also, ja. Ich glaube, er wäre richtig OP, würde er gar nicht verziehen. Also, so gesehen, würde man so machen. Ich kann es nicht, kann ich genau gut genug entgegenlenken. Aber auf jeden Fall, glaube ich, wäre dann richtig overpowered. Also, er ist ja schon ziemlich stark. Auf jeden Fall ist er nicht schwach. Wie stark er jetzt genau ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber er ist auf jeden Fall nicht schwach. Und die hat nochmal gut reingehauen. Da kann ich gleich die nächste hinterherwerfen, die ich leider zu lang gezogen habe. Komm. Hallo Sky. Hallo Ceres. Hallo ihr 1000 Leute. Ey, meine Granate haut aber auch gut rein. Komm. Du stirbst vielleicht mal. So. Komm. Komm. Ja. Okay, dann hau ich mal mit meinen 366 Leben ab. Ich verstehe schon. Hallo? Ah. Hallo Grog. Hallo Koga, den ich irgendwie nicht treffe. Den ich absolut nicht treffe. Naja. Ach, ich hätte mir mehr Ausbrenner holen sollen. Warte. Ja, okay. Wenigstens ist das Team, was dran denkt und sich Ausbrenner holt. Und ich weiß immer noch, jetzt sind es auf einmal schon 6 Granaten rechts. Was heißt das? Das wurde auch nicht bei Victor erklärt. Also ich weiß, ich habe Victor schon ziemlich viel gespielt und ich sollte das wissen, aber ich weiß es nicht. Und das mit dem so gesehen unendlich Granate werfe, wenn Granaten werfen, wenn sie gut trifft, ist mega OP meines Erachtens. Hier schau ich kann werfen, ich kann gleich nochmal werfen. Ich kann ihn durchgehend werfen, wenn sie trifft. Also wenn sie ein paar Leute trifft. Und jetzt sind's immer noch 6. Ich weiß es nicht, tatsächlich nicht, was es heißen soll. Ja gut.
Aufhalten, 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 aufhalten. Aufhalten, aufhalten, aufhalten. Zack. Granate werfen. Da war nämlich noch jemand, der jetzt schon wieder weg ist. Komm, komm, komm. Okay. Einfach drüber geklettert. Na, mein Ult hat's doch ganz gut aufgehalten. Zack, meine Granate hat nicht getroffen, weshalb die Wirkungszeit nicht verlangsamt wurde, aber sonst wird's ja immer dadurch mega verlangsamt und der Granate, oh doch, der konnte ich hinkommen. Der Granate vor allem. Oh ja, in dem direkten Duell kann ich schaffen, wenn Koga nachladen muss. Das ist interessant zu wissen. Ja, als ob du die nicht getroffen hast. Ich habe übrigens nicht geschossen, weil ich nämlich... Oh, ich treffe nicht. Das ist unangenehm. Weil ich nämlich... erst nachladen wollte, oder? Wollte ich das irgendwie sowas? Aus irgendeinem Grund habe ich es auf jeden Fall nicht gemacht. Man kann echt kleine Kreise laufen, wenn man möchte. Moment. Ach genau, man kann übrigens auch nicht in Third Person wechseln in dem Modus. Man kann ziemlich kleine Kreise laufen. Na gut. Ja. Ja, übrigens, ich finde, das sieht mega tryhard-mäßig aus. Also, als ob das irgendwie, keine Ahnung, so eine Tryhard-Taktik wäre, um irgendwie mehr Damage rauszuhauen. Am Ende ist es echt irgendeine Tryhard-Taktik. Ganz bestimmt. 2, 1. Let the battle begin. Und ich habe wieder meine Ult. Und die Dinger hat auch ihre Ult. Genau, darauf habe ich spekuliert und meine Granate hat ja mal mega gut getroffen. Muss man schon sagen. Okay. Ja, komm. Hallo Grog. Hallo. Oh, nee. Ich wollte doch weg. Aber ich muss mich halt erst umdrehen, damit ich gut weglaufen kann. Das ist das Problem. Boah, und Sky nervt echt. Ist Sky so viel stärker geworden? Weil die wird irgendwie jeder nimmt mittlerweile Sky. Also, es gibt in jedem Match eine Sky, falls hier nicht gebannt wird. Von daher würde es mich interessieren, ob Sky echt so viel stärker geworden ist. Oder wieso jetzt auf einmal jeder Sky spielt. Und... Oh, Niederlage. Ich habe nicht darauf geachtet. Hätte ich meinen Ult zünden sollen. Mist. Das ist manchmal auch mein Problem, dass ich darauf nicht achte. Oh. Player of the Game. Mit meiner übelsten Mega-Granate. Ich wette. Ja. Zack, Granate. Zack, nochmal Granate. Zack, Ult und... Ja, genau, mit meiner Mega-Ult. Granate, Ult. Achso, genau, den hin habe ich sogar getötet. Also, zwei Granaten und die Ult. Ja, da können sie schlecht irgendwas gegen tun, wenn sie auch alle auf dem Haufen sind. Und so. 112.000 Damage. Nächste Belohnung Obsidian Victor. Ah. Das ist doch mal interessant. 12k Damage. Leute, ich würde sagen, ich war doppelt so gut wie der zweitbeste. Wie die gegnerische Vivian. Also fast doppelt so gut. Ja, gut. Möchte ich mal ganz kurz schauen. Wo ist denn Victor da? Victor. Wo kann man die Belohnungen anschauen? Meisterstufenbelohnungen. Zum Kaufen freigeschaltet, gell? Ja. Oh. Na, sieh mal einer an. Kostet wahrscheinlich dann relativ viel. Was ist das für ein Meister-Emote? Meister-Emote? Naja, ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht. Dann würde ich sagen... Oh, Level 50. Okay, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Stream. Und ja, ciao, ciao. Nicht vergessen, heute, ja, 20 bis 22 Uhr, Splatoon 2, Turnier. Nicht vergessen. Ciao, ciao.